Ayo, was geht von der Eigen Staffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Demon's Souls Folge 3. Das letzte Mal haben wir ja zwei Endbosse besiegt. Einmal den Spinnenzigeuner und einmal diesen fetten Schwabbelarsch. Diesen Eisen, was auch immer. Und heute, Freunde, geht's auf jeden Fall weiter. Man sieht schon, beziehungsweise in meiner rechten Hand, ich habe ein Katana. Das liegt daran, Jungs, ich habe leider ein bisschen vorspielen müssen. Und zwar bin ich hier hoch gegangen in diese Welt und habe hier, sage ich mal, schon mal den ersten Boss besiegt. Dementsprechend haben wir hier Pfad der Rituale auch freigeschalten. Aber wir werden dann später Rand der Insel nochmal an sich so anspielen, da einfach nochmal durchgehen. Und ja, jeden versuchen, so gut wie es geht, jeden Gegner umzubringen. Und ja, ansonsten Lebensenergie sieht man hier, habe ich jetzt aktuell auf 37, Kondition habe ich auf 19, Stärke auf 20. Beweglichkeit und Kondition möchte ich beides noch auf 20 bringen und dann Stärke ein bisschen höher. Ich bin mit Vitalität auf 37 eigentlich relativ zufrieden. Also wir haben einen wirklich relativ großen Lebensbalken und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ansonsten hier die ganzen Sichelmond, Halbmond, zunehmender Mondgras und so weiter haben wir alles. Maximum, ich habe sehr viel gefarmt. Save so 150.000 oder so. Also 60.000, dann irgendwann mal 70.000. Ja gut, insgesamt sind 130. Um damit, sage ich mal, ein bisschen aufzuleveln. Ich würde sagen, wir gehen mal ran. Ah, ich zeige euch erstmal kurz mein Bild. Wir haben hier erstmal eine, ja, relativ gute, eine Uchi Katana habe ich gefunden. Ich habe die aktuell auf plus 5 aufgeblasen. Dementsprechend macht die auch aktuell relativ viel Schaden. Wird mit, also skaliert mit hier Stärke und Beweglichkeit. Also wenn wir das dann höher machen, dann macht die Waffe an sich auch, sage ich mal, vom Bonus her mehr Schaden. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter in die Tunnelstadt. Hab Bock drauf auf jeden Fall. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich habe außer diesen einen Boss nicht wirklich viel in den Levels gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich mir das wirklich fürs Let's Play auch sparen will. Wie gesagt, dass wir diesen einen Boss da, diesen Richter oder... keine Ahnung, wie der heißt. Dass ich den da besiegen musste, um, sag ich mal, an diverse Sachen zu kommen. Das musste leider sein. Aber, ja, an sich, Bruder, aber das Uchi Katana, also wenn wir jetzt hier so gucken, wenn wir zum Beispiel hier so einen Stich machen, das Ding macht schon gut Schaden. Wie gesagt, so aktuell auf plus 5 und wenn wir dann die Stärke und so weiter auch noch ein bisschen aufpeppen, dann macht das Ding auf jeden Fall auch noch mehr Schaden. So, Kondition habe ich auch ein bisschen, beziehungsweise hier, ja, das heißt wirklich Kondition. Oh Scheiße, das fügt mir Schaden zu. Fuck. Das wusste ich jetzt gar nicht. Okay. Aber das Katana ist schon geil, Digga. Das macht schon wirklich jetzt aktuell auf plus 5 auch wirklich. Scheiße. Okay. Junge, fuck mich doch nicht, du Opfer, Junge. Warte kurz, wir nehmen uns mal hier ein Halbmondgras. Nochmal eins. Wir haben schon gut Lebensenergie, das muss man sagen. Jetzt, hier, was haben wir? 37, Digga. Vitalität, das ist schon echt, muss man sagen, beachtlich. Als nächstes gucken wir, dass wir die Kondition wenigstens so 25, 30 kriegen. So, wir konzentrieren uns halt immer so auf ein Attribut. Sehr geil. Können wir später auch das Katana ein bisschen weiter, beziehungsweise das Uchi Katana ein bisschen weiter nach oben pumpen. Das geht ganz gut. Grausteinscherbe. Scheiße, Bro. Nein, 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 nein. Chill, chill, chill. Scheiße. Ach man, Digga. Ach, Digga. Oh Junge. Komm,
warte mal kurz mal. Sich im Mund nochmal. Ja, was Heilungskräuter angeht, sag ich dir ehrlich, mach ich mir absolut gar keine Sorgen, Digga. Wir haben da mehr als genug. Wirklich mehr als genug. Das ist das Geile, wenn du wirklich farmst. Dann kannst du halt einfach, Digga, sehr, sehr viel, ne? Okay, ich hab das Ding ganz rausgegangen. Armin, ich war gerade im Discord. So, da versuchen wir vorsichtig, vorsichtig runterzuklettern. Hier, warte. Okay, hier stirbt man, wie es aussieht. Okay. Die Frage ist natürlich jetzt nun, wie rollst du dich am besten runter? Weil wenn du jetzt hier runter gehst, stirbst du safe. Weil das ging noch, das ging noch. Da muss er halt wirklich aufpassen jetzt, Digga, weil das ist halt echt, Digga, sehr, 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 wenn du es falsch machst, könntest das böse enden. Okay, nice. Okay, Ring der Seuchenresistenz. Das ist natürlich richtig geil. So, Seele eines Kriegers. Natürlich auch Bombe. So schön. Hier reingekommen. Oh. Komm, bitte. Nice. Komm, Hammer. Nice. Stark, Bro. Stark, Bro. Sehr stark. Okay, das war sehr, sehr wichtig, dass wir da hochgegangen sind. So, nehmen wir jetzt hier das Halbmondgras. Wie gesagt, Jungs, auch wenn wir jetzt hier viel verbrauchen, ist nicht schlimm. Wenn ich da einmal wieder farmen gehe, Digga, haben wir wieder alles auf Maximum. Außerdem habe ich noch so viel im Inventar. Das macht wirklich nichts. Also, das ist wirklich alles sehr, sehr cool. Nice. Erinnert mich ein bisschen, Digga, sag ich dir ehrlich, an das Ding, Bro. Nicht das Ding, dem Film, sondern an wie hieß das, die Seuchenstadt. Nee, Digga. Warte mal. Ich muss das da mal ausmachen, Digga. Weil jetzt irgend so ein Hurensohn reingejoint. Warte mal kurz. Oh shit. Oh nee, Digga, geh doch weg, Junge. Das ist in Gottes Hände. Alter, geht's nicht weiter, oder? Ne, geht nicht weiter. Soll ich mir gerade echt ein bisschen angespannt? Sehr gerne. Nice.
Kommt der Bruder jetzt? Warte, wir nehmen noch hier Dingens. Vollmondgras nehmen wir raus. Okay. Ah. Oh ne. Oh ne, Digga. Das ist dieser Cousin. Oh, ich kenne den, Digga. Fuck. Scheiße, Bro. Fuck. Wichtig. Scheiße. Komm. Komm nochmal bitte. Ach Digga, das meine ich mit Ausdauer, Digga. Du brauchst wichtig Ausdauer, unbedingt, Bro. Nice. Weil da kannst du einfach mehr Schläge setzen. Das ist Ausdauer so wichtig in dem Spiel. Okay, nice, wir haben den Dämon besiegt, Digga. Ohne Cheats, ohne gar nichts, Bruder. Das ist nicht ganz so. 22.000, geil. Stark, Bro. Blühende Dämonenseele. Okay, warte, wir respawnen einfach mal. Um Leben aufzuladen. Okay, ich habe eine relativ weiße Tendenz. Warte, ich könnte echt nochmal eine Stufe höher gehen, so. Das machen wir mal. Das machen wir echt, Digga. Okay, Seele. Und das meine ich, Jungs, wenn ihr wirklich relativ OP unterwegs seid, also wie gesagt, das Katana ist jetzt plus 5, plus dieses Magie-Ding, was ich gehabt habe, das hat das Katana, sag ich mal, nochmal verstärkt. Wenn man weiß, wie man es spielen muss und dann ein bisschen halt Erfahrung hat, Bruder, man kommt relativ gut voran in dem Spiel, also das geht halt wirklich. Und diese Steine würde ich halt wirklich dann benutzen, wenn ihr wirklich bei Endbossen seid und ihr wollt eure Waffe, sag ich mal, noch so diesen einen Schub nach oben geben, dann ist das wirklich sehr, ja, eine coole Idee. So, ehrlich gesagt, sag ich dir ehrlich, Bro, scheiß ich eigentlich auf die Endbosswaffen. Die hole ich mir dann im zweiten Run. Aber jetzt gerade hätte ich Bock. Wo ist die Tussi? Ach, da oben. Kondition zu gehen. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen.
Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Okay, Digga. Geheilt werde. Na, boah, okay. Seid ihr fertig? Kondition ist wichtig, Jungs, wirklich. Man kann jetzt wirklich... Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 Schläge. Kannst du normal und mit Dingens. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist aber ein Stück mehr. Fehlt noch ein bisschen, bis wir dann 5 Schläge austeilen können, wenn wir 4 Dingens haben. Okay, Bro, dann will ich mal gucken. Lagerbestände. Das packe ich weg. Solchen Resistenz behalte ich mal. Allgemein, warte mal hier so. Blut und Gift. Ihr habt ein Herz aus Gold. Kurz, du hast auch ein Herz aus Gold, Habibi. So, was ich aber machen möchte ist, Bro. Wenn ich gerade schon drin bin. Meine Gräser aufhören. Also man sieht, ich habe wirklich sehr, sehr viele Gräser. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man die direkt so... Ihr habt ein Herz aus Gold. Die Frage ist jetzt, Bro, ich habe jetzt hier... Ah, der verkauft mir Wunder. Schickt den Wirkenden in den Nexus zurück. Cool. Stellt TP wieder her, brauchen wir uns nicht. Heilt Gift, okay. Verstehe, ich bete. Was machst du? Ich habe gesündigt. Ich. Und jetzt? Und? Oh. Denn ich bin nicht stark. Okay, der labert einfach nur. Was mit dir, Madame? Einstmals lebte ich unterhalb von Burg Boletaria. König Erland brach zu einer seltsamen Unternehmung auf. Er kehrte zurück und mit ihm schreckliche Dämonen. Bald wurde das Land von seelenlosen Irren heimgesucht. Schon der Gedanke verursacht bei mir Gänsehaut. Hätte ich nicht meinen Wundersteinsplitter, ein Andenken meines Großvaters, hätte ich nicht überlebt. Girls. Ah, das ist der Ritter, Habibi. Was geht, Mann? Vor der Plage war Boletaria ein großes Königreich. Der König habe viel Zeit in den kultivierten Ländern des Südens verbracht. Doch keinem Land gehört mein Herz so wie Boletaria. Doch was ist aus uns geworden? Ich will nicht glauben, dass dies Vaters Wunsch für unser Land war. Okay, alles. Alles, alles. Da oben, das Ding ist ja kaputt, stimmt ja. Okay. Ja gut. Ich kann euch Waffen. Nicht schnell kaufen. Würde gehen, ich bräuchte nur 8 Scharfsteinscherben. Und 3 große Scherben. Da könnte ich das auf plus 6 sogar machen. Erstmal alles reparieren. Hat er noch irgendwas kaufen können? Ich kaufe mal Pfeile, Bro. Pfeile kaufe ich mal. Aber Pfeile sind relativ wichtig eigentlich. Okay. So, hier geht's ja noch weiter. Dann gehen wir mal da ein bisschen weiter immer noch. Unterirdischer Tempel, okay. Und auf dieses mit Tendenz oder was weiß ich, Digga, in den Levels, das scheiß ich drauf. Das ist, brauche ich jetzt nicht. Was ist denn. Was zur Hölle ist denn hier jetzt? Ah, das ist der erste Erzdämon! Holy shit, Bro. Ey, warte, bleib hier.
Wie Max Gegenstandslust. Was soll das bedeuten, Bro? Also, jetzt fäng ich fest. Ja, geil, Digga. Ich häng fest, ich kann nichts machen. Was soll das bedeuten, Max Gegenstandslust, Bro? Muss ich irgendwas entfernen? Jetzt. Schon, was brauche ich dafür? 30 Stärke, Alter. Ja, super. Okay, gut, dass wir das haben. Scheiße, Digga. Wo muss ich denn hier weiter? Was ist genau das für ein Ziel? Ja, wäre ja auch zu schön gewesen. Check ich nicht. Was will das Spiel jetzt genau von mir, Digga? Warte mal. Scheiße, verstehe ich nicht. Verstehe ich for real nicht. Hä? Check ich nicht, Bro. What the fuck? Ich kann ja nicht angreifen. Muss er das kaputt machen? Oder? Oder muss ich das irgendwie... Ach, verstehe, Digga. Ja, nice, hab ich gefickt. Fuck. Es geht natürlich stark in die Tendenz. Okay. Dann nehmen wir das mal das zunehmende Mund. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm, Digga. Aber wenn wir ihn besiegen... Dann haben wir erstmal... Ach, das ist wieder so... Ach, Digga! Lass mir doch mal, warte. Komm, du hast nichts mehr. Geh erstmal zurück. Gib dir ein zunehmendes Mondgras. Und ein Halbmondgras. Genau, diese APs, das ist...
Junge, es reicht doch, Digga, for real jetzt. Okay, Bro. Hier geht's aber nicht lang. Ach du lieber Himmel. Muss ich da irgendwie... Safe da runter, ne? Safe, Digga. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Na, vorsichtiger. Nicht sterben. Oh nee, Junge. Holy moly. Oh Gott. Nein, was machst du? Fuck, Digga. Mann, mach doch! Oder Gott sei Dank halte ich so viel aus, Wallah. Ach, Bro. Fuck. Okay, komm, wir haben's gleich. Scheiße. Scheiße, Bro, wir haben's. War's das? Ich hoffe. Nice. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. $26,000. Das war's mit ihm, Digga. Drachengottseele. Das war's mit ihm. Okay, wir haben den ersten Oberboss besiegt, Bro. Wichtig, Alter, wichtig. Nice, Digga. Sehr nice, Jungs. Jungs, wir kommen todesweit, Walla. Walla. Und da sieht man, Digga, wie wichtig diese Heilkräuter sind. Also, Tipp von mir, Jungs.
Da, wo wir den Eisentypen da besiegt haben, vertraut mir, farmt er einfach. Farmt, er farmt da diese Kräuter, er farmt Level, er farmt also Seelen zum Leveln und so. Vertraut mir, Jungs, das ist halt wirklich. Und vor allem Vitalität, Jungs, geht auf Vitalität, vertraut mir. Geht auf Vitalität. Ring des Meisters Skander. Volltrefferschaden plus anderer Schaden. Okay, das ist für Dinge wahrscheinlich. Stark, Bro. Wir haben einfach einen Erzdämon besiegt. Der Drachengott, Digga. Das ist der Hurensohn aus dem scheiß Intro, Digga. Der Macht der Seele, oder? Dann berührt den Dämon in Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihren Gefäßen. Warte kurz. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentyp. Ich bin hier für euch, euch ganz allein. Den können wir gar nicht usen. Ich würde gerne mehr. Wir stehen in eurem. Ah, ihr habt eine Dämonenseele gefunden, nicht wahr? Ich bin beeindruckt. Ja, das bin ich wirklich. Macht so weiter. Und schon bald werdet ihr selbst ein Monster sein. Ich war krank vor Sorge. Hat kurz Lagerist. Perfekt. Wir stehen in eurer Schuld, denn ihr kämpft an unserer Stelle. Warte. Ich war krank vor Sorge. Also so eine lege ich auch ab. Okay. Wir stehen in genau, erstmal zu bei der Level. Dann Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens. Kondition auf jeden Fall. Stärke, 53, Bruder. Wir gehen jetzt auf Kondition, Digga, und dann auf Stärke. Seid ihr fertig? Warte, Bruder. Okay, nice. Wir können viermal schlagen. Immer noch mal. Aber Kondition ist allgemein sehr wichtig, Bro. Und plus wir können halt, also die Ausdauer, das wird halt auch erhöht. So, aber Stärke müssen wir auf jeden Fall auch gehen, Bro, dass wir das, gucken, dass wir das auf 30 kriegen oder so. Okay, Digga, da würde ich sagen, wir haben den zweiten Kaltstall eigentlich fertig. Also, mehr gibt es ja auch nicht zu machen, wir sind ja komplett durch. Hier geht's aber weiter. Boah, boah, und da wird's eine Dämonenseele haben. Also eine Erzdämonenseele öffnet sich das. Geil, Alter. Wirklicher Hurensohn, Alter. Boah, er läuft, Alter. Wie so eine Missgeburt. Wie so eine Missgeburt, Alter. Oh.
Okay, da merkt man schon, die schlucken schon ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall schon so Gebiet, okay, Hallas. Wird schon, glaube ich, schwieriger. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Das ist ja das Wichtigste. Und naja, alles cool. Und genau da, Jungs, wo ich gerade gespawnt bin, da hinten, Jungs, ihr könnt halt hier farmen ohne Ende. Habe ich ja doch die ganze Zeit gemacht. Ich sehe jetzt gleich da was runterkommen. Das war klar. Das war klar. So, Schweiz Schmutzschild, Alter. Braucht keiner so. Petter Ziegenfick, Alter. Cool, der Aufwandstein, die sind auch wichtig, Bruder, wichtig. Ja, damit können wir uns dann, sag ich mal. Ins Leben rufen. Vollmondgras, geil. Vollmondgras. Richtig und wichtig. Seele des unbekannten Helden. Okay, Bro, der macht eins. Ja, keine Chance, Bro. Oh, es gab ein Spiel, das hieß Thief, Alter. Das habe ich auf Xbox 60, glaube ich, auch noch auf PS4. Das müssen wir auch mal spielen. Das ist eigentlich auch so ein geiles Spiel. Boah, der Typ macht ernst, Digga. Holy shit, zwei Stück. Geben schon gut, Digga. Boah, die geben schon gut. Die geben gut, Digga, die geben gut. Nein, das wollte ich jetzt nicht usen. Ach, Digga, warum habe ich das überhaupt drin? Ein Vollmondgras verbraucht, Digga, für nichts, egal. Bro? Das geht nicht, okay. Vielleicht später. Soldaten, Lotus. Nice. Siehst du, Digga. Waffe, gute Waffe ist wichtig, Bro. Eine gute Waffe ist wichtig. Aber ich will sicher, das bringt fast gar nichts, ne? Halbmond ist schon stabiler. Halbmond ist schon stabiler, Digga. Aber ich sag dir hier so. Neumus ist schon krass. Oh,
Oh fuck, oh fuck. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Kommt da runter, ja. Kein Problem, Digga. Zweimal Vollmondgras. Stark. Bisschen Taktik geht alles. Aber weniger Sichel bringt halt gar nichts, man. Das ist wirklich so. 5% bringt dir das. Okay, das heißt, hier drin muss irgendwas. Wichtiges gewesen sein. Gegenstände kaufen, Halbmond, Vollmond, Keule. Ah, die ohne die Kleidung zu verkaufen, aber ich brauche ich eigentlich nicht, Digga. Das hole ich mir. Ritterschwert, klingt ganz cool. Braucht man aber auch nicht. Ja, Bolz brauche ich nicht. Aber hier, Digga, sag ich dir ehrlich. Das ist geil. Okay, beiden Hände. Ist natürlich wichtig. Okay, nice, warte mal. Warte, ich nehme mal zunehmend das Mondgras. Und noch so ein Hurensohn. Sinn. Fickt euch doch, Alter. Ihr dummen Hurensöhne. Deine Mutter, ne? Kleiner Bastard. Hurensohn. Richtiger Hurensohn. Okay, Bro. Scheiße, Digga. Fuck. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Bitte noch einmal. Jawohl. Nice. Also noch Schlüssel wichtig, Digga.
Seht ihr, Jungs, am Ende macht's das Skill aus. Am Ende macht's der Skill aus. Ich kriege aber trotzdem irgendwie das Gefühl nicht weg. Dass der Teil irgendwie leichter ist. Weiß ich mal, ich krieg das Gefühl, du bist so ein Hurensohn. So. Tschüssi. Das Spiel ist schon knackig, so ist es nicht. Oh, das Remake ist schon knackig, Bro. Aber ich krieg das Gefühl irgendwie. Trotzdem nicht weg, dass es einfacher geworden ist. Oder ich bin einfach, sag ich mal, jetzt durch die Soulstyle ein bisschen geskillter. Das kann natürlich auch sein. Das ist daran liegt, es einfach gerade einfach besser spiele. Kann alles möglich sein, aber auf jeden Fall kommt mir der Teil und ist ein Item. Warte mal, da vorne war aber auch ein Item. Ganz vorne, ich will das auch haben. Ich wollte gerade sagen, die haben ein Bild, ein Skelett von diesem Fettsack, Digga. Da wäre ich aber durchgedreht. Auch die roten und so, die sind gut. Wir haben eine gute Waffe, wir haben eine Uchi Katana plus 5. Ist jetzt zwar trotzdem nicht das Beste, was es gibt, aber er ist ein bisschen was. So, heilen wir uns mal voll. Immer volle Heilung, das ist wichtig. War mit diesen Gräsern, Bruder, ist das eh relativ einfach. So, was hat er Schönes? Cool, eine Seele. Wichtig. Sehr wichtig. Seelen sind. Das auch nur in dem Spiel. 49 Minuten schon. Alter, wie schnell vergeht die Zeit bei Demon's Souls. What the fuck, Digga. Das ist wirklich krass. Aber es macht doch unfassbar viel Spaß. Also ich habe so viel Laune an dem Spiel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber Jungs, vertraut mir. Wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt, farmt wirklich. Das ist das Beste, was ich euch geben kann. Es wird ein bisschen dauern so. 2, 3, 4 Stunden werdet ihr farmen müssen, damit ihr die Anzahl an Seelen bekommt, mit denen ihr leveln könnt. Und dann ganz wichtig, Jungs, haut wieder Vitalität hoch, haut Kondition hoch, Beweglichkeit stärker, also wenn ihr Nachkämpfer habt. Weil dann, Jungs, ja, Digga, ist eh krass. Ah, du kleiner Hurensohn. Nice. Komm.
stark. Scheiße, Bro. Geil. Okay, nice. Wir haben jetzt auch hier eine Abkürzung geöffnet, dass falls wir sterben sollten, ich den kompletten Umweg laufen müssen. Ist natürlich ganz cool. Das heißt, ich spiele jetzt auch ein bisschen mit dem zunehmenden Mondkreis, Digga. Das alte Momo habe ich vergessen. Scheiße, der hat seine Bodyguards mitgebracht. Oder ich sag dir ehrlich, ich lauf da einfach vorbei, Bro. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert, Digga. Ich laufe da einfach vorbei. Ist mir doch scheißegal. Fetter Hurensohn. Oh mein Gott. Der wird schwer, der wird schwer. Der wird schwer, Jungs. Der wird schwer. Oh mein Gott, wird das schwer. Der wird schwer, Digga. Oh fuck, Bro. Scheiße, Digga. Scheiße, Digga. Oh mein Gott. Holy shit, Bro. Lauf doch.
Nein, hab ich gefickt. Bro, holy shit, Alter. Holy shit, Alter. Boah, ich glaub nicht, dass ich den jetzt packe. Ich glaub nicht, dass ich den packe, Digga. Also noch nicht so mit der Waffe, Digga. Ich brauch safe eine stärkere Waffe. Safe. Der ist ja anders stark, Digga. Macht unnormal viel Schaden. Mein Katana fast macht kaum Schaden, so. Okay, Digga, na gut. Na gut, Jungs, da würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut. Also, wenn ihr eh bei 48 Minuten jetzt nochmal zu probieren, wird es jetzt lohnen, Digga, weil wir sind eh am Ende des Parts. Wir werden den aber uns im nächsten Part nochmal angucken, genau. Und den dann nochmal probieren. Vielleicht schaffen wir den dann auch. An sich, bis jetzt, muss man sagen, doch ein sehr, sehr, sehr starker Boss. Für den man doch sehr viel braucht. Also, auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr als ein Katana. Das definitiv, Alter. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ja, wir sehen uns dann. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Demon's Souls. Bis dann, check die Meats und fische die Zwiebeln. Und haut rein.